herzlich willkommen. Geil, dass du am Start bist zu einem weiteren kleinen hier angezockt Video aus unserer kleinen Let's-Test-Reihe quasi, die ich mal wieder ein bisschen reanimiere. Und heute spielen wir ein Spiel aus meiner Kindheit. Es heißt Die Siedler, das Erbe der Könige. Es gab es jetzt irgendwie auf Steam, habe ich heute Morgen gesehen und habe direkt zugeschlagen, weil meine CD geht leider nicht mehr. Und ich dachte mir, ey komm, jetzt ist es endlich auf Steam, jetzt hole ich es mir direkt für 12 Euro. Weil es gab super lange nicht auf Steam, habe ich ewig drauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit und jetzt ist es da und jetzt dachte ich mir, geil, machst du gleich ein Video dazu. So irgendwie mal jetzt die erste Stunde in die Kampagne mal reingucken und weil wie gesagt, es ist halt ein Spiel meiner Kindheit und das wollte ich jetzt anfangen zu spielen und euch mal die erste Stunde so ein bisschen mitnehmen. Vielleicht spiele ich das im Stream auf Twitch weiter, wenn es euch hier auf YouTube zusagt, dann werdet ihr das auf Twitch bei mir die nächste Zeit vielleicht auch mal sehen. Unter twitch.tv/rpgkurga. Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Kampagne mal an. Talgrund, die friedliche Idylle von Talgrund wird jäh gestört, als sich dem kleinen Dorf schwarze Ritter nähern und es attackieren. Auf der Suche nach einem geheimnisvollen Amulett. Punkt, 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 Punkt. Einst in den Tagen des Alten Reiches lebten die Menschen in Frieden und Wohlstand unter der Herrschaft eines weisen und gerechten Königs. Nun jedoch herrschen Furcht und Entbehrungen. Der schwarze Ritter Kerberos und seine barbarischen Horden bedrängen das Land. Es wird Zeit, dass man ihnen das Handwerk legt. Zeit für einen heldenhaften Anführer, der der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen kann. Zeit für einen neuen großen König. Ja, also Synchro on top, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Jetzt bin ich rausgetappt. Na, das wollte ich ja nicht. Fand ich damals schon ein bisschen cringy, muss ich zugeben. Ihr werdet angegriffen. Gut, in Ordnung. Vor allem der Synchronsprecher gut, hier, der... Wollt. Ja, mein Lord. Die fand ich damals schon etwas seltsam irgendwie, wollt. Ich weiß auch nicht. Sehr wohl. Okay. Sehr wohl. Problem ist, ich tapp leider immer wieder raus, das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Sehr wohl. Wenn ich kann hier rechts und links mit der Maus über den Bildschirm rausgehen, so das ist natürlich ein bisschen doof. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Ja, wie gesagt, Siedler ist einfach der Könige, ein Spiel, was ich... Nieder mit ihnen! ...lange gespielt habe. In Ordnung. Und... Nieder mit ihnen! Ich kann mich aber, und da muss ich zugeben, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich das jemals durchgespielt hätte. Feinde haben einen Held attackiert. Na komm schon. Auf sie! Mach ihn fertig. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich irgendwelche Spezialfähigkeiten habe. Das ist schon so lange her. Nein, er hat ihn umgebracht. Du Schwein! Ja. Man kann ja richtig weit rauszoomen. Ich kann mich halt an
nur noch ganz schemenhaft an einige alte Missionen erinnern noch, aber so im Groben und Ganzen habe ich eigentlich so gut wie alles vergessen. Zahltag! Zahltag! Ja. Gut gemacht, Herr. Doch seht euch nur das Dorf an. Alles zerstört. Einige der Dorfbewohner haben sich in der Abtei bei Bruder Johannes versteckt. Am besten ihr geht hin und sagt ihnen, dass Talgrund wieder sicher ist. Sprecht mit Bruder Johannes, er wird euch sicher gern empfangen. Und als Geistlicher hat er immer einen guten Rat. Er weiß bestimmt, was zu tun ist. Ja, mein homosexueller Freund. Ich finde den cool, den Sprecher irgendwie, ich weiß auch nicht. Die Stimme kam mir auch direkt wieder ganz markant vor. Ich habe den auch irgendwo schon mal woanders gehört, aber so irgendwie, ich weiß halt auch nicht so recht, wo genau. In Ordnung. Aus anderen Spielen oder Filmen oder so. Keine Ahnung. Ich muss auch das Spiel wieder grundlegend neu lernen. Also, so lange, ich habe das wie gesagt nicht mehr gespielt und, Ja, mein Lord. Wie gesagt, ich denke, ich werde es jetzt auf Twitch mal ein bisschen weiterspielen, so. Ja. Wie ihr wollt. Ich kann mich auch noch ganz grob erinnern. Ich habe irgendwann mal das Spiel ist von Blue Byte von 2004. Und ich habe mal vor Ewigkeiten mal ein Entwicklervideo dazu gesehen, aber das ist schon ewig her. So, ich mache jetzt mal trotzdem ein bisschen leiser hier, weil es knallt jetzt doch schon ganz schön auf den Ohren. Dario, gut, dass ihr kommt. Die schwarzen Ritter, die unser Dorf angegriffen haben, treiben noch immer ihr Unwesen. Sie scheinen etwas zu suchen, das sehr wertvoll für sie ist. Aber was kann das sein? Nun, Dario, ihr solltet Talgrund beim Wiederaufbau helfen. Diese Verbrecher haben ja ordentlichen Schaden angerichtet. Eure Burg ist euer Stützpunkt. Diese müsst ihr halten. Und seid auf der Hut. Die Räuber sind noch in der Gegend. Ihr braucht unbedingt Soldaten. Auch empfiehlt es sich, euren Nachbarn einen Besuch abzustatten, um zu beratschlagen, wie man der Gefahr Herr werden kann. Baut das Dorf wieder auf, baut eine Hochschule und erforscht dort die Technologie Wehrpflicht, baut eine Kaserne und heuert Soldaten an. Gut, das machen wir doch direkt mal. Ja, wie gesagt, als kleiner Knirps habe ich das gezockt. Und ich muss auch sagen, es ist auch schon wieder so lange her, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, ob ich es jemals durchgespielt habe. Ach ja, Dario. Einige der Dorfbewohner haben sich mit ihren Sachen hier bei mir versteckt. Jetzt, da die Lage erstmal sicher ist, können sie euch beim Wiederaufbau des Dorfes helfen. Jo. Nichts lieber als das. Ja, stimmt. Oh. Kein Problem. Gott, die Synchronsprecher, Bruder. Ist in Ordnung. Aber gern. Das ist einfach so cringe. Ah, ich find's cool. Es ist cringig cool. Ey, Dario, hier lang. Sehr wohl. So, was ging nochmal? Haus, Bauernhof. Ich muss da erstmal. Ah, die Mucke ist super nice. Wie kann ich euch sagen, dass die. Ja. Dorfzentrum besetzen hier. Ja. Ist in Ordnung. Konntet ihr dem helfen, oder? Naja, das waren die Bauernhöfe. Sicher das. Hier konnte man Steinbruch, genau. Oh mein Gott, das ist so der cool. Tag der Abrechnung. Dario, ihr seid's? Gut. Habe schon von den schwarzen Rittern gehört. Schlecht. Da muss Eric für Ordnung sorgen. Gut. Er ist gerade in Crawford. Schlecht. Stelle euch aber ein paar Schützen zur Verfügung. Gut. Braucht ihr mehr Hilfe? Das ist schlecht. Denn dann müsst ihr mich entlohnen. Und zwar sehr gut. Gern. Okay, nice. Jetzt erstmal eine Kompanie Bogenschützen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Geil. Wir kümmern uns. Oh mein Gott, ich
Ich hab getan, was ihr wollt. Ich fange gerade an. Beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen. Ich fange gerade an, dieses Game wieder für mich zu entdecken. So, du farmst erstmal Lehm hier. Stadtwache. Ne, wir können hier nur Sachen. Wir können ja quasi nur Sachen rekrutieren. Ich glaube, Leibeigene muss ich in der Burg ausbilden, ne? Kauft einen Leibeigenen. Oder gibt's ja nicht mal eine Wartezeit? Krass. Gibt's nicht mal eine Wartezeit? Gibt's keine Wartezeit. So, Steine holt ihr mir auch. Geil, ich kann euch auch sagen, dass ihr die Bäume fällen sollt. Cool. Ja. Macht mal. 500 kosten die. Die sind gar nicht so günstig. So, okay, wo sehe ich denn meine... Ah, hier. Das ist mein Geld. Mein Lehm, mein Holz, der Stein. Super. Geil. So, die Bogenschützen bleiben dort zur Verteidigung. In Ordnung. Die schicke ich mal hier hin. Alter, wie cool die Gebäude aber halt auch aussehen. Meine Fresse, ist das nice. Eisen. Was brauche ich denn nicht? Eine Hochschule, ne? Brauche ich Holz und Lehm für. Okay, dann soll ich vielleicht erstmal zusehen, dass ich das Holz abbaue. Kein Problem. Na gut. Es ist Zahltag. Zahltag, sagst du? Okay. Aber ich kriege ja gar kein Geld. Wir erledigen das. Ich kriege ja plus null. Kann ich Steuern irgendwo annehmen? Stadtwache, übliche Sichtweite von Gebäuden, jo. Fährten lesen. Ich habe 20 Ausgaben und 20 Einnahmen. Seid gegrüßt, Dario. Wir haben von dem Überfall auf euer Dorf gehört. Schlimme Zeiten sind das, seit die schwarzen Ritter die Gegend unsicher machen. Ich habe keine Idee, was oder wen sie suchen. Aber ich will euch gerne helfen. Gebt mir etwas Eisen und ich stelle euch einige Trupps von unseren Schwertkämpfern zur Seite. Sie kämpfen sehr tapfer und sind euren Speerträgern deutlich überlegen. Gut. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ist das etwa so? Kann ich in die Gebäude ausbauen? Ah, benötigt Konstruktion. Ich erinnere mich. Holz habe ich gerade nicht. Jupp. Ja. Ah, die Bäume werden gar nicht weggefällt. Die bleiben da einfach stehen. Doch, die werden weggefällt. Alter, das ist so cool. Ja. So, Tribute, Aufträge. Hier. Bau das Dorf wieder auf. Sprech mit den Brüdern, genau. Bau das Dorf wieder auf. Ja, okay, cool. Tribute. Für 500 Taler stellt euch der Bürgermeister einen weiteren Trupp Schützen zur Verfügung. Zahlt 300 Eisen. Dann kriegen wir eine Truppe Schwertkämpfer, okay. Hier lässt er sich gut leben. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, hier bauen wir erstmal eine coole Hütte hin. Aber gern. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Die Sprüche sind so geil, Bruder. Hammer nice. Ja, ich baue ja schon hier eine Hütte für dich. Nur für dich alleine. Ah, das ist so ambientisch. Nee, atmosphärisch meine ich. Entschuldigung, nicht ambientisch. Das Ambiente ist schön, es ist atmosphärisch. Du kannst dir halt richtig zusehen, wie die halt überall ihre Steine abbauen und zwischendurch mal hier Pause am Feuer machen und so ein Scheiß. Das ist halt so geil. Das ist echt absolut geil. Ja, jetzt kriege ich auch ein bisschen Geld rein, weil die jetzt natürlich ein paar Leute mehr da sind, die quasi ein paar Steuern zahlen. Ja, ich weiß, dass gerade keine Betten am Start sind. Ich gebe mein Bestes. Wie viel Holz gibt's denn hier noch zu holen? Ja, du holst noch, okay. Ich finde das halt auch so geil, wie cool man hier halt so bauen kann. Das ist halt immer nice. Tja, jetzt habe ich mein ganzes Geld ausgegeben. Ah ne, 50 Taler kostet ein Leibeigener, ich Trottel. Das kann ich nicht. Ja. Sammel mal Eisen. Okay, ich finde es auch gut, dass die nicht irgendwie irgendwo hinlaufen müssen, um was zu farmen, sondern die bleiben einfach an der Stelle stehen. Das heißt, ich muss kein Lagerhaus oder so einen Quatsch bauen. Sofort.
So, hier 2 holt Eisen. So, jetzt haben wir erstmal Wohnhäuser am Start. Ausreichend, hoffe ich. So, okay. Hierfür brauche ich Holz und Lehm. Tja, ich will nicht unter 200 fallen, also würde ich jetzt einfach mal noch einen Leibeigenen hier einsetzen. Mine, Bauernhof, Wohnhaus, Hochschule, ja gut. Ich denke, da würde ich nochmal einen an Leben setzen hier. Wird erledigt. Habe ich noch mehr Leben hier irgendwo auf der Karte? Hier drüben habe ich noch Stein und Eisen. Leben gibt es nur hier, echt. Naja. Ja. Ich weiß nicht, was die Synchronsprecher damals geraucht haben im Studio, aber es ist auf jeden Fall mega witzig. Und passt auch so ein bisschen zu diesem Siedler-Charme. Ich mag das. Ich habe ja auch, muss ich zugeben, ich habe noch nie ein anderes Siedler gespielt. Aber ja, die sind jetzt alle ausgezogen, weil die jetzt natürlich hier näher dran sind. Die Bergarbeiter, das ist natürlich cool. So, Zufriedenheit ist nice, die sind alle bei 100. Da, 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 da. Aber ich denke, da wird es am Dienstag einen kleinen Stream geben, ey. Huiuiui. Vielleicht lade ich dieses Video ja auch am Dienstag direkt hoch. Das heißt, heute Abend geht's im Stream auf Twitch weiter. Zeit weiß ich jetzt noch nicht so genau, werde ich wahrscheinlich in den Kommentaren anpinnen oder so. Oder in der Videobeschreibung. Aber geil wird's allemal. Oh, ich brauche noch Lehm. Ist in Ordnung. Bring mir mehr Lehm. Das wäre nice. Ah, hier haben wir direkt so ein Portkiosk, cool. So soll es sein. Ja, an Eric kann ich mich auch noch erinnern. Der eine Bürgermeister hat einen Typen namens Eric erwähnt. An den kann ich mich auch noch erinnern. Das kann ich. Dafür sind wir genau. Aber wie der Klang oder was der so sonst für Synchronsprecher hat, keinen. Oder was es für Charaktere hier so gibt, keine Ahnung. Dafür sind wir. Ich weiß, dass es noch irgendwie so eine Art Zwerg gab oder so eine Art Krieger, der irgendwie Sprengsätze bauen kann oder so eine Sachen, aber an so sehr viel mehr kann ich mich jetzt einfach nicht erinnern. Wir brauchen noch mehr Lehm. Die Leibeigenen, die wohnen in der Burg. Ja. Ah ja, das Leben in der Burg. Dafür sind wir genau die Richtigen. Kann ich euch mit Shortcuts? Ja, Herr. In Ordnung. Ich glaube nicht. Wir können. Kein Einsiedler, wer bist du denn? Ja, mein Herr. Seid gegrüßt, Herr. Ihr solltet nicht so tief in den Talgrundwald gehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Dort habe ich gestern Nacht Stimmen gehört und Lichter gesehen. Wer weiß, was für üble Gestalten sich dort rumtreiben. Ja, Herr. Das heißt, ich gucke mich jetzt erstmal hier ein bisschen um. Oh, wo gehst du denn lang? Das kann ich. Wir erledigen das. Wo gehst du denn lang? So, hier ist ja ein Siedlungsplatz. Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Sofort. Okay, wie cool ist das denn bitte? Sofort. Hier ist ein Weg markiert. Wir erledigen. Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. So soll es sein. Was ist denn hier los? Seid unbesorgt. Oh. Ein Held ist in großer Gefahr. Ich sehe es. Rückzug. Ja, Herr. Okay, sehr interessant. Sofort. Sehr, sehr interessant. An die Stelle kann ich mich nicht erinnern. Wir kümmern uns darum. Also an das erste Level hier schon, aber so an alles weitere nicht. Die werden mir ja wohl nicht bis hinterherkommen, oder? Dun, dun, eure dun, Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wo baue ich dich denn hin? Die ist so riesig. Und drehen kann ich sie leider nicht. Ja. Bau dort die dort mal hin. Ich mag das immer, die so zu bauen, die Gebäude, dass die auch an die Wege passen und so. Aber ich würde es hier gerne halt drehen, so. Das geht halt leider nicht. Aber gut. So, wie viel Eisen haben wir denn? Wir haben 118. Brauchen 300 für einen Schwerträgertrupp. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Natürlich. Du holst mir mal noch Holz.
Ja, dreimal Eisen reicht eigentlich erstmal, oder? Ah ne, komm, wir setzen noch einen ans Eisen. Natürlich. Nee, ich schick dich mal ins Lehm. Drei Eisen, drei am Lehm und ein bisschen was am Holz, das passt. Wir kümmern uns darum. So, Verteidigungsgebäude wie Burgen oder so geht noch nicht. Einer eurer Siedler wird angegriffen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen veraltet, die Meldung. Dennoch, danke für die Info. Wir haben jetzt noch Kapazität für 5 Leute hier. Und noch ein bisschen Essenskapazität geht auch. Das heißt, die Studenten an der Uni, die werden da jetzt irgendwie schon das hinkriegen. Dieses Gebäude, das sieht sehr aus nach so einem britischen Burg irgendwie. So ein britisches Burggebäude. Finde ich ganz cool. So, upgraden kann ich ja leider noch nichts. Ja gut, ob wir das jetzt brauchen, die Sichtweite, ich bin mir nicht so sicher, ich denke nicht. Wir haben 800 Steine, was wir damit jetzt noch anfangen wollen, weiß ich noch nicht so genau. Wir haben aber auch super viel Holz, ob wir das jetzt alles brauchen, ist auch so eine Sache. Fertig. Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Oh, das sind einige Gelehrte da. Bro, nicht so viel, Alter. Nicht so viel, Alter. Ich kann ihn nicht unterbringen. Nichts lieber. Ah, das heißt, ich muss jetzt hier erstmal wieder Nöte bauen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Oh, James, ich kümmere mich drum. Also das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen oder so, ich habe nichts gegen Homosexuelle oder so, aber ich finde es einfach wirklich sehr aufdringlich, muss ich sagen, sehr aufdringlich synchronisiert. Wenn's denn sein muss. Hier lässt es sich gut leben. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Cool. So, Wehrpflicht müssen wir haben, ne? Genau. Das war ja auch Teil der Mission und da müssen wir eine Kaserne noch bauen. So, wir dürften jetzt auch mehr Steuern kriegen, ne? Dadurch, dass wir auch mehr Leute hier haben, kriegen wir auch mehr Steuern. Das finde ich cool. Sold. Ja, genau. Jeder Hauptmann kriegt ein bisschen Sold. Also in dem Fall der Trupp der Bogenschützen hier kriegt Sold. Ja! Hier bleib ich gern. Schön. Hier sehen wir auch einen Tagesrhythmus. Bis zum nächsten Zahltag. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt jeden Tag gilt, aber... Wenn doch, wäre es cool. Ja, es ist alles sehr nach Age of Empires auch angehaucht und ein Mix aus Stronghold und Age of Empires, das ist schon ziemlich cool. Achso, ich dachte, die hacken jetzt hier alle auf dem Lehm rum. Das finde ich ein bisschen übertrieben. 4 am Lehm reichen erstmal völlig. Na gut, 5. Ja. Ich mag eigentlich, wenn das Verhältnis Holz zu Lehm relativ gleich ist. Stein kriegen wir mehr als genug durch den Steinbruch hier. Müssen wir erstmal nichts machen. Eisen... Habe ich 4 Leute, das reicht auch erstmal. So, irgendeiner von euch hat eigentlich keine Hütte. Jetzt schon. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, Wehrpflicht braucht noch ein bisschen. Vorher geht da nix. Tja, Lehm ist jetzt halt bald ein Problem, ne? Lehm ist bald aus. Ich habe hier aber eine Lehmmine erschlossen, also... Aber für die Mine selber brauche ich auch noch Lehm. Ja, ja. Das ist ein Problem, wa? So, die werde ich direkt mal beschützen dort. So ist es nicht. Wird direkt gesaved. So, den Baum müssen wir stellen. Eine neue Technologie erforschen lassen. Ja, ist cool. Aber, ah ja, hier. Die Kaserne ist halt auch so riesig. Ich glaube, früher habe ich die Kaserne mal hier hingebaut, aber das ist halt auch doof, sieht halt doof aus, weil der Weg zum nächsten Dorf ist, so, das will ich eigentlich nicht blockieren. Also versuche ich sie hier hinzubauen. Ist zwar auch nicht so optimal, aber es sind halt recht groß teilweise die Gebäude. Und ich glaube, jetzt habe ich das Lehm komplett verballert für die Mine, ne? Na, jetzt brauche ich auch erstmal wieder Holz und Lehm, toll. Die hacken jetzt alle an dem Lehm hier rum. Ja, ist gut. So, Eisen, wie sieht's aus? Haben wir 300, passt. Dann machst du jetzt auf jeden Fall auch noch Holz. Dann zahle ich mal mein Tribut hier. 300 Eisen. Jawohl. Wie ihr wünscht. So, jetzt haben wir auch einen Trupp Schwertkämpfer, cool. Ihr habt nicht genug Taler. Ne. Ja, ist gut. Natürlich.
Holz die Bäume da weg. Brecht den Damm. Befreit den Fluss. Jetzt gehen die Steuern natürlich auch ein bisschen runter, weil die Hauptmänner natürlich auch bezahlt werden wollen. Oh, ich hatte schon ganz vergessen, wie geil die Mucke ist, ey. So, was können wir jetzt hier noch machen? Konstruktion, Blumen, Ziegelhütten, Sägemühlen, Aussichtstürme, Ausbau von kleinen Wohnhäusern. Das klingt cool. Ermöglicht Kapelle, Astrolaborium, Ausbau von Dorfzentren, Einstellen der Steuern. Oh Gott. Kann ich nicht mal mehr lesen. Aber warum kostet mich das Holz und Lehm? Das verstehe ich nicht. Wenn mich das Geld kosten würde, das verstehe ich komplett, weil die Gelehrten wollen halt bezahlen werden. Wir kümmern uns darum. Sieht ein bisschen suboptimal aus, aber okay. Was haben wir denn hier hinten? Noch hier hinten können wir nicht mehr erforschen, ne? Cool, haben wir noch. Ich bin Dario. Eben kam ein Bote aus Richwood, wo eure Mutter lebt. Er brachte schlechte Kunde. Die schwarzen Ritter sind auch dort eingefallen und brennen alles nieder. Eilt euch, Dario. Ihr müsst helfen. Nehmt einige Soldaten mit und eilt eurer Mutter zur Hilfe. Den Weg kennt ihr. Am Fluss entlang Richtung Nordosten und dort durch das große Tor. Schnell. Geht mit Dario nach Richwood, nehmt den Pfad am Fluss entlang und geht durch das große Tor. Nehmt einige Soldaten als Begleitschutz mit. Okay. Ja, Mutti wird angegriffen, ist schlecht. Da müssen wir natürlich gucken, was wir machen können. Okay, es dauert immer ein bisschen, bis das da angezeigt wird. Das ist natürlich ärgerlich. Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ah ja, die trainieren da jetzt so ein bisschen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Das ist so mega cool. Stark gegen Kavallerie, schwach gegen Schwertkämpfer. Schwach gegen Gebäude. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Oh Mist, das ist jetzt natürlich weniger geil. Ja! Wie ihr Wenn ich mehr Taler habe, kommen dann noch mehr Leute da raus? Ja, ich habe vergessen, dass ich ja nur den Trupp ausbilde, also den Kommandanten ausbilde und der sich dann seine Truppen selber da rausnimmt. Aber dass mich das natürlich auch mehr Ressourcen kostet, daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Ey, wieso machst du nichts? Wird erledigt. Holz abhacken, Junge. Ich sollte eigentlich zusehen, dass ich jetzt sowas wie... Herr, seht nur, hier ist das Lager dieser schwarzen Raubritter. Und sie bereiten gerade einen Angriff auf euch vor. Ihr müsst eure Soldaten im Dorf postieren, damit sie einen Angriff abwehren können. Schützt auch abseits gelegene Gebäude. Ihr habt nicht mehr viel Zeit, also eilt euch, Herr, und trefft eure Vorbereitung. Bruder, ich gebe mein Bestes. So, ich muss aber natürlich hier für die Leute, die hier gleich arbeiten, an die Arbeit gehen. Ja! Ein bisschen Zeug da bauen, sonst haben die weder Wohnraum. Aber gern! Noch, ihr wisst. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Okay, in 2 Minuten kommt der erste Angriff, oder was? Feierabend? Ich glaube, es geht los. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja, ich, das Problem wird gleich gelöst. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Das ist jetzt die große Frage, Mist. Wie ihr befehlt. Ja, da kommen jetzt keine mehr. Shit. Dafür sind wir genau die Richtigen. Die Mucke ist super nice. Dun, 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 dun. Aber Wohnraum haben offensichtlich alle, okay. Das scheint zu passen. Also eine Hütte muss ich dort jetzt anscheinend nicht bauen. Sondern wirklich nur hier ein Bauernhof. Geht das schnell? Ja, guck mal, durch diese 1440p-Skalierung sind leider einige
Sachen hier nicht mehr auch korrekt am Anzeigen, aber ist nicht schlimm. Ich habe Hunger, aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Ich habe Hunger, aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Das sind genau die zwei, die jetzt gerade nichts zu futtern haben. Du hingegen schon? Ist das nicht wundervoll hier? Ich gebe mein Bestes, Mann. Ich hab getan, was ihr wolltet. So, cool. Okay, das passt soweit. Also gehst du mal Holz hacken. Ah. Habe ich noch Tribut? Habe ich 300? Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Wie jetzt? Ich dachte, ihr habt doch gerade noch genug gehabt, oder nicht? Ja. Bau du mal dort noch eine. So, jetzt wird der Angriff gleich kommen. Dun, 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 dun. Oh, der ist aber sehr zutraulich, der Kollege. Hallo. Sehr cool. Herr, seht nur. Ja. Die Räuber verlassen ihren Schlupfwinkel und stürmen auf euer Dorf zu. Ja, die Reiter werden ein Problem. Nun kommt es darauf an. Kämpft tapfer und zeigt den Burschen, wer der Herr im Hause ist. Den Burschen. Ich mag den, der ist super. Ja. Sie werden jetzt von dort kommen. Ja, mein Herr. Ah, wir werden sie gebührend empfangen. Die werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Wird gemacht. Ja. Das kann ich. Sollen sie nur kommen. Warum flackert denn das so? Ich tue mein Bestes. Ah, wenn Feinde in der Nähe sind, okay. Ihr werdet angegriffen. Wir erledigen das. Lehrt sie das Fürchten. Macht sie nieder. Ja, ich denke schon, dass ich die besiegen kann. Dafür sind wir genau die Richtigen. Gut gekämpft, Meister. Ihr habt die Räuber zurückgeschlagen. Möchte bloß wissen, wonach sie suchen. Wir hätten sie auch einfach fragen können. Ihr müsst weiterhin auf der Hut sein und euer Dorf bewachen. Ich befürchte, die Burschen kommen wieder. Die Burschen. Oh Mann, ey. In Ordnung. So, ich habe halt gerade nicht so wirklich Geld, ne? Unsere Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Was halt aber auch natürlich daran liegt, dass, komm, ich baue jetzt hier noch einen Bauernhof hin. Das Leben ist jetzt aus, aber das ist nicht schlimm. Ja. Wie er sich freut, arbeiten zu dürfen, finde ich gut. Das ist Moral und Einsatz, Wille. Ist in Ordnung. So, ich hol mal noch einen neuen Schwertkämpfertrupp. 700 darf ich jetzt zahlen, okay. Dann hole ich wohl keinen neuen Schwertkämpfertrupp. Nichts lieber als das. Kein Problem. So. Die Frage ist jetzt, reicht... gut, 4 Minuten kommt der nächste Angriff. Und ich muss einfach nur wegkommen, ne? Jawohl. Ich gehe jetzt einfach mal. Wie ihr wünscht. In der Hoffnung, dass ich den Weg lebend erreiche. Sofort. Ich bilde aber mal zur Sicherheit noch 100 Taler. Einen Schwertkämpfertrupp aus. Weil ich befürchte, dass die hier sterben werden. Nee, doch nicht. Okay, ich habe gedacht, hier wären irgendwie ein paar schwarze Ritter, aber der Weg scheint frei. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend? Oh, seht nur, Herr. Das Tor nach Ridgewood ist verschlossen. Und kein Torwächter weit und breit.
Bestimmt haben ihn die schwarzen Ritter entführt. Ihr müsst ihr Lager finden und den Wächter befreien, damit er euch den Weg freigeben kann, Herr. Wir können auch einfach eine Ramme bauen und das Tor aufbrechen. Alleine werdet ihr das aber nicht schaffen, Meister. Ihr solltet einige eurer Truppen als Verstärkung holen. Du bist ein richtiger schlauer Typ. Es ist Zahltag. So. Gern. Gut, haben wir die Gewissheit. Dafür sind wir genau die Richtigen. Dass wir es nicht alleine schaffen werden. Seid unbesorgt. Ich bin so bettelarm, ne? Das ist krass. Ich muss eigentlich so mehr Gebäude bauen, damit ich mehr Steuern nehmen kann, irgendwie. Ich brauche mehr Steuern. Warte mal, ich kann doch hier auch was in der Uni erforschen, was mich auch Steuern... Hier, Einstellen der Steuern. Das ist doch eine coole Sache, das brauche ich. Bildung ist sowieso allgemein eine tolle Sache. Würde ich jedem empfehlen. Hat mir schon sehr geholfen in mancher Zeit. Wenn's denn sein muss. Richtig motiviert, Alter. So habe ich das gerne. Sofort. Wir erledigen das. Wir erledigen das. Okay, gut. Dann werden wir das mal so machen. Ich nehme dich jetzt einfach mal und erforsche einfach mal hier hinten so ein bisschen Teil der Karte. Euer Wunsch ist mir der Schießplatz befehlt. Sieht auch sehr cool aus, muss ich sagen. Ich bin wirklich absolut battlearm, ne? Ist krass. So, du bist jetzt mal mein Speer hier. Mit dir muss ich mich jetzt mal ein bisschen um. Ich glaube, wenn ihr in der ersten Reihe steht, ist das ein bisschen schlecht für uns alle. Dafür sind wir genau die Richtigen. Das würde ich ablehnen. Ich denke nicht, dass ihr genau dafür die Richtigen seid. Wie ihr wünscht. Was ist das denn hier? Hütte des Erfinders. Oh, der Erfinder, hallo? Wie ihr wünscht. Ja, der Leonardo, ich erinnere mich. Ah, der redet aber nur mit Dario. Na gut. Euer Wunsch. Dann werde ich den Angriff, der jetzt noch kommt, abwehren. Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Und wenn der quasi abgewehrt ist, der Angriff, gehe ich mal zum Leonardo. An den kann ich mich auch noch ganz schemenhaft erinnern, aber jetzt, wo ich ihn sehe, klar. So, jetzt kann ich sagen, hohe Steuern, Bitches. Wird sich natürlich auf die Beliebtheit irgendwie auswirken. Eure Arbeiter werden nicht darüber erfreut sein, dass ihr ihnen das letzte Hemd nehmt. Doch eure Schatzkammern werden sich schnell füllen. Will ich schwer hoffen. Die wollen sie, sollen sich mal nicht so anstellen. Cool, ich kann die Leibwächter auch mit Waffen ausrüsten. Geil. So, das machen wir auch mal hier direkt. Holz sieht eigentlich ganz gut aus. Herr, seht nur. Ja, ich guck gleich hin. Die Räuber verlassen ihren Schlupfwink. Nun komm. Ja, das ist okay, das hatten wir schon mal gehabt. So, geh mal Eisen klopfen. Wenn's denn sein muss. Okay, na dann. Und danach gehe ich mit Dario da mal hin zu diesem Erfinder. Hier haben wir übrigens noch mehr Eisen, cool. Dass ich keine Reiter ausbilden kann, finde ich schon, ist eine mittelgroße Frechheit hier auf jeden Fall. Ja, das mit den Steuern, das hätte ich vielleicht wirklich eher machen sollen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich hier. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Hurra! Ah, Mist, ich dachte... Ach, in dieser Mission ist das nicht verfügbar, Mist. Ziegelhütte und Sägemühle kann ich bauen. Na gut. Bei der Sägemühle ist es so... Es ist Zahltag. Einer eurer Gelehrten ist traurig, weil die Steuern zu hoch sind. Feinde greifen euch an. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, das sieht ganz gut aus, denke ich. Oh Mann, wie ich das Spiel vermisst habe, ey, das ist so geil. Das ist echt mal wieder cool, hier mal zu spielen, ein bisschen. Ich tue mein Bestes. Ja, mein Herr.
Ja, ja. Natürlich. Da wollen 4 Leute arbeiten, okay. Gut, ich habe ja gerade hier einen Bauernhof gebaut, also von daher versorgt werden alle. Ist nur die Frage, wo die hinlaufen müssen. Auf die Kampfmucke noch, naja, ist nicht schlimm. Hä? Hallo? Wie ihr wünscht, mein Herr. Ah, wen haben wir denn da? Ihr seid Dario, stimmt's? Mich nennen sie Leonardo, den Erfinder. Habe mir hier vor kurzem eine kleine Werkstatt eingerichtet. Gefällt sie euch? Nun, Herr, ich habe natürlich von den Überfällen gehört. Und, wenn ihr ein offenes Wort erlaubt, ihr seht aus, als könntet ihr Hilfe brauchen. Ich habe kürzlich einen Turm konstruiert, von dem aus man einen tollen Blick hat. Lässt einen weit blicken, sozusagen. Ja, gut. Hier. Nehmt die Konstruktionszeichnungen. Damit können eure Leibeigenen bestimmt etwas anfangen. Geil. Neue Technologie, jetzt können wir selber solche Türme bauen. Ich habe mich gerade schon gewundert, ob wir das nicht können, aber es ist hier missionsbedingt jetzt gerade gewesen. Ja, mein Lord. Kein Problem. Wenn er sich jetzt noch wehrt, der Turm wäre Premium. Natürlich. Das hält mich richtig cool. Aber es ist halt nur ein Aussichtsturm, leider kein Wehrturm. Das wäre viel zu cool, um wahr zu sein. So, ihr produziert mir Holz, ne? Also auch so ein bisschen. Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch. Ist das so? Na gut. Gehen wir ein bisschen runter. Mich wundert es nur gerade viel mehr, dass ihr weder Essen noch... Also ich meine, können die nicht einfach die Leute hier unten essen gehen? Das ist doch jetzt nicht so weit, oder? Das scheint echt ein bisschen zu weit weg zu sein. Das ist natürlich doof. Sofort. Bau halt mal dort noch einen Bauernhof hin. Geht ja nicht anders. Wie sollen die denn da hochkommen? Cool. So, wie viel Eisen haben wir? Jawohl, hole ich mir gleich mal noch einen Trupp hier. Wir kümmern uns darum. Oh, die sind ja schon besser ausgerüstet. Cool. Fertig, Meister. Zahltag. Ein Sägewerker ist sehr aufgebracht, weil die Steuern zu hoch sind. Sehr aufgebracht, Meister. Ach komm, tu mal nicht so. Als ob die Steuern hoch wären. Pfff. Elendiges Bannhausen-Pack. Kein Problem. Aber na gut, dann gehe ich halt in Steuerung. Wir haben jetzt ein bisschen was an Geld hier, das dürfte jetzt gehen. Gucken, was er jetzt sagt. Das ist doch alles Mist. Ich habe keine Lust mehr. So macht das wirklich keinen Spaß. Aber ja, sag's mir ins Gesicht, Arschloch. Okay, erst klar. Ich bin unglücklich. Okay. Statement. Hashtag Word. Jawohl. So, jetzt können wir auch mal ein paar Trupps nochmal ausbilden, ja? Ah, das Erforschen kostet wohl noch ein bisschen, okay. Fertig, Meister. Die sind alle pisst. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ah, nee, das geht nicht. Also Minus kann ich nicht machen. Wenig Steuern, okay, aber ganz runtergehen ohne Steuern, das geht nicht. So, ihr habt jetzt wenigstens was zu essen, also holt mal weniger rum. Ja, dieses Lehm-Ding kann ich auch noch machen. Cool. Ja, machen wir ja mal dorthin. Platz hier für Essen ist noch genug. Hier brauchen wir 4. 2 haben wir hier noch. 5 haben wir hier noch Platz. Wenn ich das Wohnhaus fertig gebaut habe, dann dürfte das ja eigentlich auch alles kein Problem sein. Und dann passt das eigentlich. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ihr benötigt mehr Lehm. Ja, ich weiß.
Na gut, eine Hütte werde ich wohl trotzdem noch bauen müssen hier. Da werde ich wohl nicht drum herum kommen. Ihr benötigt mehr Lehm. Natürlich. Es ist Zahltag. It's payback time. Oh shit, das hätte sich hier super angeboten. Aber gut, ganz ehrlich, zwei Kasernen brauche ich jetzt nun wirklich nicht. Ist in Ordnung. Aber ein bisschen Lehm wäre halt eigentlich noch klasse. Außer dieser Lehmgrube gibt es hier sonst, glaube ich, kein Lehmvorkommen mehr. Ist in Ordnung. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt einen Angriff dort schaffen würde. Schwierig zu sagen. Forschung abgeschlossen. So, wir machen gleich mal einen Trupp Speerträger und Schwertkämpfer noch. Und dann denke ich, können wir eigentlich schon mal angreifen hier. Das dürfte eigentlich schon gehen. Ist jetzt echt von innen daran? Das ist ja witzig. Ah ne, ja, er geht von hier ran. Na, das geht. Die Türme sind zwar gute Aussichtstürme, aber wie gesagt, Schaden machen die halt leider nicht. Aber was soll's. Bevölkerungslimit ist halt quasi erreicht. Ich könnte natürlich auch Risiko gehen. Ja. Ja, so soll es sein. Wir positionieren uns mal dort im Wald. Euer Wunsch ist. Mist, wenn die Beliebtheit einmal unten ist, geht die nicht so schnell wieder hoch, wenn wir jetzt die Steuern nicht quasi geben. Was jetzt natürlich schon doof ist. Ah, ja, mehr auch noch Eisen. In Ordnung. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wie ihr befehlt. So. Beliebtheitstechnisch. Boah, da mache ich ein dickes Minus. Das kann ich eigentlich nicht bringen. Ja gut, aber ich denke, wenn der Trupp jetzt gleich ankommt, werde ich dort oben angreifen und dann sollte das ja eigentlich alles geschafft sein. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Lebensworker. Okay. Gut, das Wohnhaus hätte ich mir auch sparen können, aber egal. Guck mal. Hier gibt's nichts mehr zu holen. So. Wer hat das jetzt gesagt? Achso. Gut, dann würde ich mal sagen. Let's speicher. Und dann greifen wir mal dort an. Zack. Los geht's. Macht sie nieder! Ja, stecht sie alle ab. Macht sie nieder! Ihr werdet angegriffen. Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Okay, ich bin da, glaube ich, ein bisschen übermotiviert jetzt rein. Nur Mut! Wir werden siegen! Ich hab getan, was ihr wolltet. Wie ihr wünscht. Wir kümmern uns darum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Okay. Wir kümmern uns darum. Die Modelle kann ich auch noch zerstören. Okay, cool. Dann mach ich das doch einfach. Da, da, da. Findest du schade, dass der Teil der Map quasi ungenutzt ist? Naja, gut. Ich will mich mal nicht beschweren, das meckern auf hohem Niveau, was ich hier mache. Ach, endlich frei. Habt vielen Dank, edler Herr. Ich bin Torwächter und diese Schurken haben mich entführt, damit keiner das Tal verlassen kann. Nun kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Wenn ihr wollt, kann ich das Tor für euch öffnen. Folgt mir. Ich meine, wie cool wäre es gewesen, wenn wir hätten den einfach da verschimmeln lassen können in dem Turm und selber irgendwie mit einem Rambock das Ding einfach frei uns da hätten durchkämpfen können. Das wäre viel zu geil gewesen. Naja, gut. Haben wir das ja so gemacht. Das ist doch auch okay. So, jetzt sind wir nicht mehr ganz so unbeliebt.
Aber unser Geld ist jetzt halt auch ziemlich am Flöten. So, mit einer guten Truppe marschieren wir da jetzt nach Ridgewood. Auch okay. Kann ich noch ein Tribut zahlen? Kann ich nicht. Dafür. Ah, oh, Herr, ihr seid es. Bitte, für euch öffne ich gerne das Tor. Ihr könnt passieren. Und habt nochmals vielen Dank. Ohne euch hätten mich die schwarzen Ritter bestimmt übel zugerichtet. Ich wünsche eine gute Reise, Herr. Und passt gut auf euch auf. Schwere Zeiten stehen euch bevor. Ich glaube auch. Ab dafür! Ich tue mein Bestes. Und tschüss. Einst war er versperrt, der Weg zu dem lieblichen Tale, in welchem Talgrund lag. Doch nun war er wieder freigegeben. Doch Eindringlinge sollten es künftig durch das Erstarken und Zusammenhalten der Dörfer schwieriger haben. Die Bewohner von Talgrund vermochten es nunmehr, sich selbst zu verteidigen. Cool. Das Dorf war neu errichtet und stärker als je zuvor. Die Gefahren in dieser Gegend waren vorerst gebannt. Die ganze Festung Erdboden gleich gemacht. Was war mit Dörfern und Gemeinden jenseits des Tales? Sie lagen ungeschützt von drohender Gefahr. So auch das Dorf, in dem Darios Mutter seit manchem Jahr lebte. Hurra, ihr habt das Spiel gewonnen. Yes, ich bin ein Gewinner. Okay, Karte neu starten, verlassen, Spiel laden. Tipps. Ja. Okay, jetzt sind wir quasi nochmal so eine Art Statistik. Alles klar. Zurück, jetzt sind wir hier quasi bei der nächsten Mission. Jetzt sind wir hier in Ridgewood. Talgrund. Ach, das ist der Prolog. Ein kundiger Mentor gibt euch sein Wissen über diese Welt des Siedelns. Gerne weiter. Das gucke ich mir nochmal kurz an. Also es ist vermutlich das Tutorial, aber daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Mächtiger Anführer, euer Mentor bin ich und gebe euch manche weisen Rat. Mit Hilfe unseres Helden Erek werde ich euch nun einige wichtige Dinge über die Siedler beibringen. Diese Welt hält allerlei Überraschungen bereit. Lasst uns mit der Kamera beginnen. Okay. Bewegt die okay. Maus an den Rand des ja. Bildschirms. Toll. Sehr ja, gut. Nee, gut. Ihr könnt die Kamera auch bewegen, indem ihr die mittlere Maustaste gedrückt ja. haltet. Oder benutzt die Pfeiltasten eurer Tastatur. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Lasst uns heute Abend einen Blick auf geht's hier werfen. Im Stream weiter. Ihr könnt ihn euch haut rein, schauen, indem ihr macht's gut dreht. Und ciao.